Es Pfandgungel von Max Wenzel. Es gab einmal eine Zeit, und sie ist noch gar nicht so ewig lang her, wo's noch zah sogar 20 Markstückeln gab. Da konnt's ab und zu passieren, dass einmal einer an Lou durch so ein Goldfüchsel mit erwischet. Bein Rümmlerdorf warsch es so gewesen, da hat A.S. mit ein Hemd gebracht, uns hatten gerot mit dem Geld gereicht, dass an Montag bei seiner Selma in der blachen Zigarettenschachtel, die in der Familie ne Geldschrank vertraten tut, das Goldfüchsel ganz allein und verlassen loch. Sie hatten von Sonne um Tag mit Aufwärme gereicht, oder nu muss doch der Fleischer wieder ha. Der Dorf war net der Hamm, da kam er spät an Abend von der Arbeit, da kommt so ein Ugelig, er ist aus dem Nachbardorf gelaufen, wo de Selma herstammet dat und sagt, de Selma sollt gleich nüber zu ihrer Schwester kommen, de da wollt der Storch einziehe. De Selma machet sich zerracht, auf ihre Kinder konnte sie sich verlassen, die waren auch hier ein andermal allein gewesen. Sie sagten ja noch, wenn de kleine Maat aufwacht, da legt er se dreich und fahrt mit der Weng draußen rim. Dann geht er zu'n Fleischer und kauft ein halb Pfund Rindfleisch und ein Pfund Knochen und ein Viertel Blutwurst, do lange mer de Woch. Ne Paul, da war gerot 3 Jahre alt, setzt er mit in Wogen rein. Dann geht er zu'n Weigelbeck und holt ein 6 Pfünder Brut. Do, ich leg euch das Zahnmarkstickel her. Dodermit macht se fort. Die beiden Grusen, der Willi war 11 und die Zilla 12 Jahre alt, haben nu alles genau gemacht, was die Mutter gesagt hat. Alles ging schie, näher der Baul machet sein Ding für sich, da bläget und war garstig wie sin's Zalten. Alles haben sie ne hingegeben, dass er sich beruhiget, oder's half alles nischt. Da such er das goldne Zahnmarkstickel liegen und gleich ging's los, »Das hom ich, das hom ich!« Er hielt net ehrer Ruhe, bis er endlich sein Kopf durchgesetzt hat. De Grusen hom erst aufgewaschen und zusammengereimt. Do kriechet auf einmal mei Baul de Hust es so, und wie se noch sung, da wursch net anders, der Baul hat das Zahnmarkstickel verschluckt. O, du Ugelig, du Grus mach dich's. Der Willi war der erste, da das Sachloch überschauet. Es so ein Zahnmarkstickel ist net groß, das geht a es so mit fort. Oder de Zilla fing a zu gammern. Was nützt uns det das? Mir sollen doch Fleisch und Brot kaufen. Bei dann Gebläck war a de Kleine aufgeweckt und sie wur richtig beschickt. Dann wur a der Baul mit nei in Wohngericht und der Willi sagt, itze, mach mer zu'n Richterfleischer nummer. Die Zilla ging mit und heilet hie und do emol, wie sollt die Sach näher zu en guten End komme. Wie sie beim Richterfleischer waren, hub der Willi ne kleinen Karl aus den Wohnung raus und dort der Zilla noch bedeuten, sie sollt hausen bleiben und machet mit dem Baul zur Lodentür nei. Die Richterfleischern frechet ne a, was er hom wollt, da sagt der Willi, ein halb Pfund Rindfleisch, net so fett und ein Pfund Knochen und ein Viertel Blutwurst. Was macht der das zusamme? De Fleischerfrau sagt, 75 Pfeng. Da nahm der Willi en Grusen Anlauf und sagt, Frau Richter und der Baul hat unser ganzes Kapital verschluckt. Das waren 10 Mark. Da sei sie doch gedeckt, der das kommt wieder raus. Wissen Sie, wir lassen dann Gung als Pfand, da haben sie doch eine Sicherheit. Die Richterfläschern kriechet ein Lachkrampf, dann sagt sie, gut, du bleibt der kleine Gung derweile do. Das Geschäft war oder noch nicht alle, der Willi fing nu a, Frau Richtern, der Gung ist oder 10 Mark wart, da müssen sie Maschinen noch 9 Mark 25 Pfeng auszahlen, wir müssen a noch Brut holen. De Fläschern lachet es so, dass sie das a machet, und die Geschichte hat sich nachher in lauter Wohlgefallen aufgelöst.